Ich komme nicht ran. Das muss ich vom Boden. Das sollte die alte Katze in Schwung bringen. Ich hoffe nur, sie bekommt nicht gleich einen Herzschlag. Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir, also muss der Fahnenmast wohl nackt bleiben. Ich lege mein Stück Glückskohle in die Schleuder. Ziele sorgfältig? Nein! Mein Stück Glückskohle verschwindet in der Ferne. Sieht aus, als wolle es wirklich in eine erdnahe Umlaufbahn eintreten. Ich lege den Ball in die Schleuder. Ziele sorgfältig? Jawohl! Okay, dann war es eben ein Glückstreffer. Aber ich habe die Theodolitenmarkierung sauber von der Spitze des Fahnenmastes geschossen. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, Bronson. Ihnen auch einen schönen guten Tag. Sie schon wieder. Haben Sie an meiner Theodolitmarkierung rumgemacht? Wo ist die denn? Ich musste schon mal zum Fenster rausklettern, um sie anzubringen. Verdammt, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber nicht jetzt. Das Haus ist verschlossen und die Schwestern sind nicht da. Elender Mist. Ich muss meine Reservemarkierung an dem anderen Flaggenmast anbringen. Einen ganzen Morgen umsonst gearbeitet. Ich mache das alles fertig hier und dann mache ich Sie fertig. Darauf können Sie sich verlassen. Ach wirklich? Na schön, ich warte. Was liegt an, Bronson? Hängen Sie einfach so rum? Dafür bringe ich Sie um, Stobbart. Holen Sie mich hier runter. Wozu? Damit Sie mich besser umbringen können? Sie haben mich gerade überredet, Sie lieber noch etwas hängen zu lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Bronson da oben hängen zu lassen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Die Markierung ist ein helles, glitzerndes Ding. Und ich habe eine geheime Schwäche für helle, glitzernde Dinger. Ohne Theodoliten ist das Ding aber nicht viel wert.
Nachdem Bronson aus dem Weg geräumt ist, kann ich endlich einen ungestörten Blick auf die Pläne werfen. Bauzeichnungen von Architekten sagen mir eigentlich nicht viel. Aber so viel verstehe ich. Das hier sind Pläne für ein fünfstöckiges Luxus-Piratenhotel mit 200 Zimmern. Ein weiterer Fleck auf dem weißen Tischtuch des Paradieses. Sieh da! Wieso hängt Mr. Bronson da am Flaggenmast? Der ist da ganz alleine hochgeklettert. Dann helfen Sie ihm, Sie dummer Mann! Schnell, bevor er runterfällt! Hier, Bronsons Pläne. Das sagt mir alles nichts. Sie hat ihre Lesebrille nicht auf. Ah, warten Sie mal. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich alles ganz klar. Der Mann plant, ein riesiges Hotel zu bauen. Bronson hat unser Vertrauen schmählich missbraucht. Mina, man wollte uns reinlegen. Bin ich froh, dass wir seinen Vertrag nicht unterschrieben haben. Oh, ich hasse Vertrauensmissbrauch. Besonders schmählichen. Komm mit, Mina. Mr. Bronson, Sie dürfen sich ab sofort als persona non grata betrachten. Jawohl. Cave canem. Bitte lösen Sie sich freundlicherweise auf der Stelle von unserem Flaggenmast und entfernen Sie sich von unserem Grund und Boden. Dalli, Dalli, lösen und entfernen. Hey, hören Sie damit auf, Sie verrückte alte Schachtel. Wie können Sie es wagen? Mina ist nicht verrückt. Sie ist nur auf charmante Weise etwas exzentrisch. Klar, wie eine fliegende Kuh. Autsch! So schön der Ausblick hier auch ist, wäre ich Ihnen doch sehr dankbar, wenn Sie mich jetzt ins Museum ließen. Aber sicher, junger Mann. Wir sind Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie diesen Bösewicht entlarvt haben. Mina, das Schloss. Vielen Dank, meine Damen. Stobart, seien Sie ein Mensch. Schaffen Sie mir diese Harpyien vom Hals. Autsch! Während George sich in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, fahre ich nach Florida. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich will mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum beginnen. Kann ich Ihnen helfen, Miss? Haben Sie jemals von einem englischen Schiffskapitän gehört, der El Draco hieß? El Draco? Klingt nicht gerade sehr englisch, was? Ich glaube, so haben ihn nur die Spanier genannt. Das war etwa in der Zeit der Konquistadoren. Im 16. Jahrhundert? Ach, dann weiß ich, so haben die Spanier Sir Francis Drake genannt. Francis Drake? Haben Sie irgendetwas hier, was ihm gehört? Allerdings, junge Dame. Wir haben ein paar Artefakte hier, die er von einer seiner Reisen mitgebracht hat. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Ein kleines, glattes Viereck aus poliertem Obsidian. Überhaupt nicht das, was ich suche. Der Beschreibung nach ist das der Wahrsagespiegel, den Sir Francis Drake Dr. John Dee geschenkt hat. Bonjour. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Ohayo gozaimasu. Was gibt's da zu lachen? Okay, schon gut. Dieser Stein ist von der Größe und vom Stil her identisch mit dem Kojotenstein. Nur trägt dieser Stein das Abbild eines Jaguars. Ein Obsidian mit einem eingemeißelten Jaguar.
Was können Sie mir denn über den Wahrsagespiegel erzählen? Ach, der gehörte dem Alchemisten und elisabethanischen Teilzeitspion Dr. John Dee. Sir Francis Drake brachte ihn aus der neuen Welt mit und schenkte ihm die. Er stammt aus der Maya-Kultur. Was ist ein Wahrsagespiegel? Naja, so eine Art Kristallkugel, nur dass man nichts darin sieht. Offenbar hatte Dee einen Partner, der durch den Spiegel mit den Engeln redete. Wenn Sie mich fragen, hat er einfach völlig einen an der Kappe. Er sieht dem Kojotenstein überhaupt nicht ähnlich. Dieser Stein hier sieht aus wie ein kleiner, schwarzer Rasierspiegel. Ist der Wahrsagespiegel das einzige Stück aus Obsidian, das Drake Dee geschenkt hat? Komisch, dass Sie danach fragen. Nein, es gibt noch ein anderes, der sogenannte Jaguarstein. Dee mochte ihn aber nie. Er sagte immer, da seien Engel in dem Spiegel, aber Teufel in dem Stein. Kann ich mir Dees Spiegel bitte einmal aus der Nähe ansehen? Nein, natürlich nicht. Darum ist die Vitrine ja abgeschlossen. Die haben so ein neues interaktives Modell ausprobiert. Und Sie können sich ja denken, was passiert ist. Die verdammten Kids sind mit der Hälfte der Ausstellungsstücke abgehauen. Erleben mit den Händen. Ja, vor allen Dingen. Zu meiner Zeit hieß es noch, Hände weg, sonst erlebst du was. Ich frage Sie, was wissen Kinder von der alten Maya-Zivilisation? Nix. Wissen Sie etwas über den Jaguarstein? Aber natürlich, junge Dame. Den sogenannten Jaguarstein hat Sir Francis Drake aus Amerika mitgebracht. Wie Sie ja schon wissen, hat er ihn zusammen mit dem berühmten Wahrsagespiegel John Dee geschenkt. Der alte Verrückte mochte den Stein aber nicht, hielt ihn für Teufelswerk. Kommen Sie mit, junge Dame. Ich zeige Ihnen den Spiegel. Ich habe schon... Ach, was egal. Da ist er. John Dees berühmter Wahrsagespiegel, ein Geschenk von Francis Drake. Wissen Sie, ob es irgendeine Verbindung zwischen diesem Spiegel und Tezcatlipoca gibt? Bitte wem? Tezlatli? Das kann ich ja noch nicht mal aussprechen. Ah, da ist jemand, der Ihnen da besser weiterhelfen kann als ich. Diese junge Dame hat ein paar Fragen, Professor. Ich glaube, sie ist aus Frankreich. Professor Aubier. Was? Sie beide kennen sich wohl schon, wie? Entschuldigen Sie mich. Das Telefon. Wir treffen uns wieder. Mademoiselle, Frankreich? Ja. Ich glaube, da wohnen Sie doch auch, Professor. Ich habe ein Haus dort in einem Vorort von Paris, aber ich bin seit Monaten nicht mehr da gewesen. Was können Sie mir über den Jaguarstein sagen, Professor? Er ist aus Obsidian, aus der Region Chichen Itza. Professor Aubier, Ihr Taxi ist da. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich habe etwas Dringendes an den Docks zu erledigen. Können Sie mir ein paar Fragen zum Jaguarstein beantworten? Selbstverständlich, junge Dame. Wenn Sie einmal hier langkommen würden... Er ist weg. Irgend so ein Penner hat ihn mitgehen lassen. Mitgehen? Gestohlen, Fräulein. Aber keine Bange, der stille Alarm ist dann ja ausgelöst worden. Ich fürchte, hier darf niemand raus, bevor nicht unser hochspezialisiertes Sicherheitsteam hier ist. Wie lange werden die hierhin brauchen? Könnte eine Weile dauern. Ich glaube, die machen gerade Teepause. Bis dahin könnte der Dieb ja kilometerweit weg sein. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen, junge Dame. Versuchen Sie nun nicht, das Gebäude zu verlassen. Es kann einfach kein Zufall sein, dass der Stein genau zu dem Zeitpunkt verschwunden ist, als Aubier auftaucht. Ich kann hier nicht abwarten, bis das hochspezialisierte Sicherheitsteam seinen Tee geschlürft hat. Ich muss ihm nach. Halten Sie es denn nicht für merkwürdig, dass Aubier dringend zu den Docks muss? Nicht im geringsten, junge Dame. Er muss dort das Löschen einer wichtigen Ladung beaufsichtigen. Maya-Skulpturen für eine Ausstellung. Eine Leihgabe aus Mexico City. Wie heißt das Schiff? Prinzessin von Xibalba. Sie hat unten an der Tower Bridge festgemacht. Warum fragen Sie? Nur so eine Idee. Ich habe den Stein nicht gestohlen. Ich war noch nicht mal in seiner Nähe. Wer soll es denn Ihrer Meinung nach sonst gewesen sein? Aubier muss es getan haben.
Sie müssen schon entschuldigen, dass ich lache. Aber er ist ein Gelehrter, ein Professor. Das war Moriarty auch. Gelehrter oder nicht, er ist Ihr Dieb. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Der Schlüssel öffnet die Vitrine. Ich verschließe die Vitrine wieder und stecke den Schlüssel ein. Der Schlüssel öffnet die Vitrine. Ich verschließe die Vitrine wieder und stecke den Schlüssel ein. Ein Dolch aus Obsidian, dünn und rasiermesserscharf. In meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin, nur eine einsame Haarspange. Schauen Sie sich das an. Der Dieb hat diesen Schlüssel in der Vitrine liegen gelassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Somit kann es nur ein Museumsangehöriger gewesen sein, stimmt's? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit anderen Worten, der Dieb ist Professor Ubier. Nun, das sollten wir lieber die Polizei entscheiden lassen, nicht wahr? Ich rufe Sie besser gleich an. Hallo? Ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn die Polizei kommt. Ja, ich bleibe dran. Aber ich muss Ubier einholen. Und zwar schnell. Die Türen sind solide verschlossen. Ich hebele die Tür mit dem Dolch auf. Der Raum wurde wie das Innere eines Segelschiffes dekoriert, und zwar ausgesprochen wirksam.